So, da sind wir wieder. Nach dem Neuladen sind wir irgendwie gleich hier in der Klinik, wie es aussieht. Wann das denn? Den Aufzug kommen wir erstmal runter. Hoffentlich ist da nichts drin. Sieht schon mal gut aus. Drückst du? Muss ich auch. Mit Sarahs Forschungsergebnissen hat er... Die Klinik. Oh oh. Dr. Zira, ja. Es tut mir so leid. Wir waren davon begeistert, den Virus studieren zu können. Die großzügige Bezahlung des GRE war natürlich auch nicht übel. Übrigens läuft die Einrichtung mit Notstrom. Nur die wichtigsten Systeme sind aktiv. Für mein letztes Experiment benötigte ich sehr viel Energie, was zur Überhitzung der Generator... Aha. Das läuft. Schon mal wieder gut. Und jetzt? Tür aufreißen. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich so vor mich hinquassle. Es ist eine ganze Weile her, dass ich die Chance hatte, mich mit einer Person direkt unterhalten zu können. Kann man nicht rein. Oh, und die Tür zum Hauptflur kann nur manuell geöffnet werden. Der Schalter ist sehr wahrscheinlich in der Sicherheitszentrale zu finden. Unterwegs. Aber die Scheiße, Alter. Hallo. Bleib gleich liegen. Ach komm. Nein. So. Das zu, okay. Klebeband. Dinger sind alle zu. Ach so, hier oben. Ah. Vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Oh. Nein. Boah, das schreckt mich nicht. So, wir haben ja schon mal hier drin. Och, Junge, klarkommen. Gab's da. Jetzt den Hauptflur hinunter. Das Labor befindet sich links. Zira und ich blieben in Harran, um ein Heilmittel zu finden. Kriegen wir gleich Besuch. Und sie aber ursprünglich zu unserem Schutz abgestellt? Ja. Kadis Hüleva. Reis höchstpersönlich. Das hat wirklich... Bastarde. Nicht mehr. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hallo. Also, Sie müssen durch die Dekontaminierungskammer, um zum Labor zu gelangen. Der Eingang ist auf der rechten Seite. Nach dem Tod von Rais Bruder ging alles den Bach runter. Rais verwandelte sich von einem brutalen Kerl zu einem ausgewachsenen Psychopathen. Das ist doch schön. Da hat doch jeder was von. Das erfordert maximale Energiezufuhr und dafür brauchen wir die Generatoren. Begeben Sie sich zu den Büros. Dort erhalten Sie weitere Instruktionen von mir. Okay, ich kümmere mich. Zira und ich wurden von einem GRE-Agenten in Sicherheit gebracht. Er war Ihnen sehr ähnlich. Das freut mich. Oh, also wieder zurück. Der Agent, der
uns geholfen hatte, sollte gemeinsam mit uns evakuiert werden. Das hat letzten Endes nicht geklappt und Zira und ich saßen hier fest. Seien Sie von hier an besonders vorsichtig. Dieser Teil der Einrichtung wird mit Ich wurde von den beiden getrennt. Kommt der Von hier? In die Klinik schafft. Ich weiß nicht, eben war hier ein Punkt. Achtung, ich öffne die Tür. Nee, hier nicht. Er macht bei der Tür auf. Zira und der AG schlossen sich Bracken an, was ich auch getan hätte, aber ich hätte es nicht so. Es tut mir leid, aber der einzige Weg in den Generator. Stehen noch ein paar auf. Die Schächte. Oh oh. Platz was? Wow. Voll kacke, die Viecher. Ja, geht. Oh, vorbeigesprungen. Oh, noch mehr. Hallo. Haben wir's? Jo. Heroin. Zigaretten, nee. Wird ja keiner von den Toten haben. Hä? Was ist denn hier noch? Ah. Ein Entwurf ist hier noch. So, wie ist in der Ecke? Das geht. Müssen wir hier vielleicht einfach wieder oben? Ja, Belüftungssystem, müssen wir einfach wieder oben rein. Ja. Der Kirch da unten. Unten dicker. Oh ja. Da war er. Da ist ein Ding. Oh Mann. Das sieht jetzt semi-gesund aus. Ja. Komm her. Ach. Komm, geh auch. Na ja gut, oder so. Wir bist nur darüber gekommen. Unten? Da hinten. Oben. Durch. Oder so. Natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, fand ich auch ganz gut. Musste knacken. Nee, die geht nicht auf. Oben? Siehst du irgendwas? Nee. Auch nicht ganz oben. Nein, gar nicht gut. Ich hab erst gedacht, den Lüftungsschacht macht er vielleicht auf, aber macht er auch nicht. Ja. Alter. Von da sind wir gekommen. Ah, ich glaube. Ja, ich hab's. Oh. Ganz billig. Yep. Was haben wir hier? Dicken. Muss das sein?
Wow. Achtung, weg da. Jupp. Hab ich noch, ja. Komm, zeig dein Schädel. Alter, was kann ich denn hier noch? Lebt der noch? Weiß es nicht mehr. Oh. Oh, ich glaub, das war mein. Eieiei. Alter. Das schon. Oh. Hey. Was ist das? Jep. Oh, oh. Doktor. Aufstehen. Mit dem. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Jetzt versuchen wir das auch mal. Ich hoffe, zwei reichen. Gute Arbeit. So, gehen Sie zurück zur Dekontaminierungskammer. Juhu. Wissen Sie, selbst wenn die Evakuierung nicht fehlgeschlagen wäre, waren wir hier? Haram nicht verlassen. Die Agenten waren entschlossen, den Überlebenden zu helfen. Quatsch. Oh ja. Erstmal Feuerchen. Ein paar verbrennen immerhin. Sind nicht gerade auf Angriff aus. Dann mache ich schnell die Schrotflinte rein. Ja. Los, explodier. Hui. Juhu. Hey. Scheiß Ding. Hey, Kohl. Hey. Warte. Halten. Nein. Aber warum nehme ich denn immer die? Hier ist doch nichts, Junge. Hoffen wir's. Außer steht hier wieder was auf. Da müssen wir fast rein, wa? Ja, hier hinten, ne? Wo willst denn du hin? Ne, ich hab's noch was geguckt. Achso. Oh, drücken Sie den Knopf an der Tür, um den Prozess zu initiieren. Juhu. Joa. Sie kippen. Oh. Kaputt. Kaputt. Cool. Lustig. Geh auf. Juhu. Wir dürfen rein. Gut. Jetzt ist der Weg frei. Oh, drücken Sie den Knopf an der Tür, um den Prozess zu initiieren. Aha. Nochmal. Ja. Oh, oh. Crane, endlich treffen wir uns. Nun, haben Sie mir die Gewebeproben mitgebracht? Doktor, darf ich Ihnen was zeigen? Nein. Einen Moment.
Alles klar. Das schalten wir ein. Wird ein bisschen dauern. So, was sagten Sie, wollen Sie von mir? Hey, das ist er. Das ist der GRE-Agent, von dem ich sprach. Wie war gleich sein Name? Amir. Ja, genau. Amir Goreshi. Wie kommen Sie denn an sein Foto? Wir hatten eine gemeinsame Freundin. Die Proben sind noch brauchbar. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück ist Ihr Besuch hier nicht umsonst gewesen. Apropos, wo sind die restlichen Daten? Zira hatte doch zwei Pakete vorbereitet, oder? Darüber reden wir später. Jetzt steht erstmal ein kleiner Schlagabtausch mit dem GRE an. GRE? Crane, bei denen müssen Sie vorsichtig sein. Ihr Image ist eine einzige riesige Lüge. Das sind skrupellose, verlogene Bastarde. Natürlich, Doktor. Und danke. Ich melde mich. Na gut. Können wir hier noch was mitnehmen? Nicht so wirklich. Ja, sieht nicht so aus. Falsch. Versuchen wir es nochmal hier hinten. Könnte passen. Jo, sieht ja gut aus. Oh. Ich habe Camden getroffen. Er hat Sarahs Gewebeproben untersucht und... Crane, ich sage es nochmal. Seien Sie bei diesen Kerlen vom GRE extrem vorsichtig. Die werden Sie über den Tisch ziehen, wenn Sie die Gelegenheit dazu bekommen. Drücken wir zum Haus. Weiß ich, Doktor, ich werde aufpassen. Ja. Aber ich muss rausfinden, wie die Dinge liegen. Alter, wie viel hält denn der aus? Sieht gut aus. Jo. Ah, jetzt brennt es hier. Einer ist da noch. Ich glaube, jetzt ist er auch dran. Oh, und ich habe keine Muni mehr für Sturmgewehr. Mhm. Ja, du wirst es mir jetzt nicht glauben. Eieieiei. Aber ich bin jetzt ins Wasser gefallen. Nein, jetzt ehrlich. Ich schwimme jetzt nach oben. Aber ich komme nicht zu dir hin. Du musst irgendwo ans Bett, damit ich dich joinen kann. Ja, ich muss hier erstmal überleben. Eieiei, hier rockt mich gut rein. Nicht gut rein, gut Deutsch. Hilfe! Eieiei, sind die alle hinter mir, ja? Ah ja! Hier, Feuer! Halt dich fest! Danke! Uiuiui! Ist mal was Neues auf jeden Fall. Komme ich nicht. Bin mir nicht ganz sicher, wo hier rein muss. Wie es aussieht, nach oben. Ah, oh, nein, ach. Nach unten muss ich. Er soll sich festhalten, nicht springen. Oh, TS ist abgebrochen, wie es aussieht. Ja.
versuche hier doch erstmal irgendwie an eine sichere Stelle zu kommen. Dann kann ich gleich mal einen neuen Server machen. Aber wie ging denn das nochmal in das Kackhaus hier rein? Die Etage hier sieht doch gut aus. Aber... oh. Ey, ey, ey. Das war's doch für mich. Oh, oh, oh. Leben. Boah. Die Aggro. Ja, das wird's jetzt gewesen sein. Schnell leben. Kriegen wir's hin? Ja. Ich hab's überlebt. Ich will in dieses Haus. Mann. Ja. Juhu. So, dann gehe ich jetzt mal schnell ins Bett. Dann kann Huvadinho bei mir spawnen und dann machen wir einen kurzen Schnitt. Und in der Zeit mache ich einen neuen TS-Server. Also Leute, dann bis gleich. So, TS steht wieder. Es kann weitergehen. Dann, wenn wir schon mal hier sind, laufe ich nochmal kurz zum Quartiermeister. Same plane. Ach, da ist er. Na komm. Hat sich gelohnt. Ein paar Sachen nehmen wir ja nochmal mit. Ja, okay. Naja, egal. Ah, fuck. Gut, also wieder nach oben. Auf den Turm sollen wir drauf. Wieder klettern. Sieht dezent danach aus. Oh, schade. Ja, sehr schön. Tschüss. Ach nee. Da war ich dezent falsch. Nein, Alter. Wo bin ich? Hat doch eben schon mal ganz gut geklappt. Ja, besser. Wow. Das war auch eben schon mal so halbwegs gut. Hier vielleicht besser, ja. Ja, geht. Da rüber. Halt dich fest, danke. Auch nicht wirklich besser aus. Aber hier. Nein, Alter. Oh. Das war Absturz. Ich dachte auch, ich säge runter. Komm. Troy, Camden hat die Proben. Leg doch mal drum. Ich werde jetzt mit dem GRE sprechen. Und was wirst du denen sagen? Alles. Bis später, Troy. Sieht gemütlich aus. Hier ist Crane, hören Sie mich? Umstieger. Geil, Crane. Ich weiß, du kannst mich hören. Reis, wo bist du? Genau da, wo ich sein sollte. Auf der Spitze meines Turms. Er ist noch nicht ganz fertig, aber... aber trotzdem ein Symbol des Chaos. Er steht für Entropie. Und dafür, was es heißt, sein eigener Herr zu sein. Ich werde dich töten. Für das, was du Jade angetan hast. Für alles. Du Schwein wirst sterben. Ich hatte gehofft, du würdest das so sehen. Wir zwei sind im Krieg. Einem Krieg gegensätzlicher Philosophie. Einem Krieg, um herauszufinden, wessen Weltsicht sich bewahrheitet. Komm, Crane. Fordere mich heraus. Wie heißt es so schön? Du traust dich ja doch nicht. Weißt du was? Vergiss es. Es gibt keinen Krieg. Nur deine kranken Ansichten. Fahr zur Hölle. Oh nein, das werde ich nicht tun. Ich werde Haran verlassen. Du musst wissen, ich habe dein Kommunikationsgerät dazu benutzt, eine Abmachung mit dem GRE zu treffen. Sie wissen, dass ich Seras Daten habe. Den Schlüssel zum Königreich nannten sie das. Ein Helikopter wird mich in Kürze hier herausholen. Stell dir nur vor, welchen Schaden ich in
Mauern anrichten kann. Du willst mich doch nicht aufhalten. Kranker Hurensohn! Das ist es, was ich hören wollte. Komm und finde mich, Crane. Lass es uns zu Ende bringen. Oh, oh, oh. Da hinten ist der hier fast am einfachsten, wa? Ja, denk ich auch. Juhu! Tü-tü. Ja, fast. Sei ruhig. Wo bist denn du schon? Hier hinten. Nur hoch hier. Wow. Wenn nicht runter. Bleib liegen. Danke. Hui. Doch. Alter. Ich denke immer, ich schmier ab. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt mit der nächsten Mission weitermachen, machen wir hier nochmal einen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis gleich.